Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das Video sehr gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo auf diesem Kanal freuen. Ist kostenlos und verpasst in Zukunft auch keine Videos mehr. Außerdem lasst gerne Bewertungen und Kommentar hier unter dem Video da. Würde mich auch auf jeden Fall freuen. Teilt außerdem natürlich auch gerne das Video mit euren Freunden. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den heutigen Item-Shop an. Wir haben heute einen neuen Stil für den DJ Bob Skin. Der war auch schon lange, glaube ich, nicht mehr im Shop drin. In Season 7 ist er reingekommen, aber dazwischen war er immer, wie gesagt, nicht wirklich häufig im Shop. Ist die weibliche Variante, glaube ich, vom DJ Yonder Skin. Und jetzt gibt es hier immer eine Variante, die einfach mal fast komplett anders aussieht. Zumindest der Kopf einmal komplett abgeändert. Und auch alle Farben, so, die am Körper sind. Ist auf jeden Fall ziemlich nice, dass man damit im Prinzip zwei Skins gleichzeitig bekommt. Und die zweite Version gefällt mir auch deutlich besser. Dann haben wir als nächstes von gestern den Astra Skin. Einmal im Sternziel und Standardziel. Dazu dann den Funkelstern als Backpack. Als nächstes haben wir wieder den Weihnachtstrooper. Der wäre ja am Anfang vom Weihnachtsevent irgendwann reingekommen. Dazu der Prügelzeug. Und dann noch die Ho-Ho-Ho-Lackierung. Als nächstes haben wir noch die Zündkerzenkünstlerin. Dann haben wir noch den Boxen-Stop-Skin. Das Handzeichen-Emote. War auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Dann haben wir noch den Leuchtstab. Die Spitzhacke habe ich auch schon wirklich lange nicht mehr im Shop gesehen. Heute irgendwie ein paar seltenere Skins, die drin sind und Emotes. Dann haben wir noch Lass es regnen und noch die Punktetafel. Hier ist es immer zufällig, irgendeine Zahl zwischen 1 und 10. Wie ihr seht, kann alles sein, ist eben halt immer nach dem Zufall. Dann haben wir hier noch die ganzen Star Wars Sachen, einmal Kylo Ren. Die Vibro-Sense, dann dunkle Seite als Emote, als nächstes haben wir Rey und Reys Kampfstab und dann haben wir hier noch Finn mit dem Schlagstock, dem TIE-Jäger der ersten Ordnung und dem Widerstand Daumen hoch Emote und als letztes haben wir noch den Verräter Emote und diese Banner. Und da hinten könnt ihr einfach verschenken, nicht für euch selbst kaufen. Könnt ihr an irgendeinen eurer Freunde verschenken. Ist auf jeden Fall ganz nice. Das war's dann mit dem heutigen Shop. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.